Was haben wir hier unten? Gar nichts. Na, dann denke ich mal, öffnen wir das Tor. Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Kann man hier durchgehen? Ich weiß nicht. Sorry, das war gruselig. Das ist so nervig. Wir werden von echten Monstern gejagt und das ist es, was dich stört? Ja, ist beides schlimm. Wo immer da rauskommen, irgendwo da drüben, weiter rechts. Wenn wir den Tunnel da drüben genommen hätten, müssten wir irgendwo da drüben rauskommen. Oder wenn wir da drüben. Oh, das Gericht. Das Gericht, ein Urteil wird gesprochen, das verspricht uns diese Karte richtig. Doch vielleicht ist es auch viel simpler gedacht. Vielleicht kann Urteilsvermögen ein schnell getroffener Entschluss vor der Abrechnung beim jüngsten Gericht bewahren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich will halt auch nichts verpassen, ne? Weggeworfene Schilder. Die
zerrissene und zerstörten Überreste alter Zirkusattraktionen. Der Art nach zu urteilen, wie sie mit dem übrigen Schrott verwoben sind, liegen sie schon sehr lange hier. Was ist das? Harem Scarem. Siehst du das, Caitlin? Ich gehe mal in die Richtung, ja. Eine Sackgasse. Aber hier wären wir rausgekommen. Wenn wir den rechten Weg, den wir ganz am Anfang als erstes gelaufen sind. Ja. Da. Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Na gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler! Ach, shit. Okay. Okay. Mal los jetzt. Großartig. Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Oh oh. Schwingen oder huben?
Oh mein Gott. Oh nein. Das ist out of speed fallen. Komm schon, rostiges Biest. Und tschüss. Alter, what the fuck? Dylan, danke. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Ja, kein Ding. Bin ja gespannt, wen sie auswählen. Was? Für meine Rolle. Im Film darüber, wie mutig ich bin. Übertreib's nicht. Okay. So. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los. Alter. Die wäre hier safe verreckt, wenn wir gefehlt hätten. Da wäre auch nichts mehr passiert, die wäre so draufgegangen. Schrottplatz-Notiz. In der Notiz geht es um Max Wagen. Travis wollte nicht, dass davon was in den Büchern steht, falls jemand nach ihnen suchen sollte. Teambuilding. Caitlin und Dylan arbeiteten zusammen, um vom Schrottplatz zu entkommen. Ja. Yeah. Der Werwolf tötete Jacob im Keller. Das ist scheiße. Ryan verstand das System der Käfigtüren nicht. Ich habe die Zahlen nicht gesehen. Scheiße gelaufen. Und dadurch, dass wir ihn nicht befreien konnten, ist er gestorben. Ja, fuck. Das regt mich so auf. Ryan beschloss, das Messer nicht aus seiner Wunde zu ziehen. Ryan musste aufpassen, dass sich seine Verletzung auf der Flucht von Bobby nicht verschlimmerte. Ryan zog das Messer aus seiner Wunde und erstach Bobby. Ryan beschloss, Lauras Angebot, ihn zu beißen, anzunehmen. Scheiße, 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 ey. Nächsten Run besser machen. So viel zu direktem Anschluss an das Camp Emma. In der Luxus-Bar, M. Meine Emma. Guck mal an. Jemand will vertuschen, was hier passiert ist. Oh, der Hierophant. Mein Baby, siehst du das, was sie uns antaten, dieses Grauen? Er ist da draußen, ganz allein, unterm Vollmond jagen sie ihn. Gewappnet mit Silber, denken sie brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen, als sie meine Show vor 6 Jahren abfackelten. So dumme Kinder, kleiner Silas, mein kleiner weißer Wolf, ich muss ihn beschützen. Du darfst nicht diesen Weg folgen, hast du verstanden? Ich habe dir doch die ganze Zeit geholfen. Eine Show vor 6 Jahren abfackelten. So dumme Kinder. Oh, Scheiße.
warte auf dich. Okay, was ist das? Oh, es tut mir so leid, Alter. Ihre Freundin, Abigail, tot. Ihr Freund, Jacob, tot. Miese Scheiße, Alter. Die Sicherung fehlt. Was ist das? Silberkugeln. Ich glaube, das erklärt die Sache mit der Sicherung. Diese scheiß Jäger sind überall. Ganz kurz mal lesen. Emma fand eine Silberkugel im Sturmkeller. Muss er irgendwo die Leiter sein, wo... Ja. Da ist er. Hallo, kleine Falltür. Wohin führst du? Ins Büro. Hier gibt es echt ganz schön viele Falltüren, nicht ganz normal. Okay. Laura wieder. Wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Alter, was ist denn das da vorne? Was zur Hölle? Da hängt irgendwer nach vorne dran? Ja. Festgekettet oder irgendwas? Ich kann nur geradeaus laufen. Werwolf. Noch einer. Ich denke, das ist Chris Hackett. So ein Arschloch. Ryan. Absolut nicht gut. Gottes Willen. Oh Gott. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Komm schon.
Shit. What the fuck? Danke, dass Sie mich verschont haben. Ja, gleichfalls. Und was nun, sind alle wieder normal? Was? Du denkst, das ist vorbei? Das ist es nicht. Bitte was? Ich versteh's nicht. Chris ist tot. Chris war nicht der Erste. Das ist unmöglich. Caleb. Kaylee. Das tote Mädchen. Ihr Bruder. Was? Caleb biss Chris und Kaylee. Chris wollte sie nur beschützen. War ein guter Mann, mein Bruder. Aber wer biss Caleb? Silas. Verfolge ihn seit Jahren. Er ist ein Streuner, Rumtreiber. Der weise Wolf, oder? Er war schon lange nicht mehr hier, aber wir hofften, wir könnten es beenden. Zwischendurch gab es Sichtungen an der Küste. Ein wildes Albino-Kind. Großer weißer Wolf. Weißer Wolf? Was? Was sagst du? Wo? Wo hast du ihn gesehen? Hey, an los, an den Hütten, früher am Abend. Okay. Okay. Okay, ergibt Sinn. Alles ergibt Sinn. Er ist seit Monaten zurück und er lief euch vors Auto vor 2 Monaten. Helft mir. Helft mir. Wir können Caleb retten. Wir können den Rest meiner Familie retten. Wir können denen helfen, die noch leben. Wieso soll ich ihnen trauen? Ich will nicht, dass du mir vertraust. Ich sag dir, wir beenden das. Wir töten Silas. Und allen geht's besser. Jedenfalls denen, die noch leben. Okay, okay. Und über dem Gesetz. Travis und Laura haben der Zusammenarbeit zugestimmt. Ich weiß genau, wo wir ihn finden. Okay, los geht's. Okay. Das heißt nicht, dass ich vergebe, was Sie getan haben. Ich verstehe. Und kann ich bitte was zum Anziehen kriegen? Jesus Christ, Alter. Du hattest deine Chance. Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Macht nichts. Ist ja noch Zeit. Wir könnten es noch schaffen. Passiert ist passiert. Lass uns jetzt nur noch nach vorn schauen, okay? Also mal ganz kurz, die sind doch fast alle tot. Jedediah ist tot, die Alte, die Constance ist tot. Chris ist tot, Bobby ist tot, Kaylee ist tot. Denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Barke für die Hoffnungsfrohen. Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod.
Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Das Gericht. Die Glocken könnten von blutigem Mord, oder nicht? Von Wut und von aufrechtem Hass. Ein verdientes Schicksal? Kann sein. Doch er mag von Nutzen sein, der, der nicht vergibt, der nicht vergisst. Der Hierophant. Wo hast du ihn her? Wo hast du ihn her? Er darf nicht hier sein. Er hat genug durchgemacht. Nein, nein, nein! Mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Hagrid's Quarry, vor 6 Jahren. Eliza. Nein! Was haben sie getan? Was haben sie getan? Mami, kommt schon, Silas. Mami, kommt schon, Silas! 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 Da ist also der vorige Sheriff verreckt. Silas ist entkommen. Nein, nein, nein! Mein Baby! Siehst du, was sie uns antaten? Dieses Grauen. Er ist da draußen, ganz allein.
Unterm Vollmond jagen sie ihn, gewappnet mit Silber. Denken, sie brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen, als sie meine Show vor 6 Jahren abfackelten. So dumme Kinder. Kleiner Silas, mein kleiner weißer Wolf. Ich muss ihn beschützen. Du darfst nicht diesem Weg folgen. Hast du verstanden? Ich hab dir doch die ganze Zeit geholfen. Ich habe so viel für dich getan. Das bringt rein gar nichts, solange die leben, verrecken Leute. Kapitel 10, Ziegel und Mörtel. Max! Maxi Boy! Oh, Mann. Was? What the fuck? Wieso bin ich auf einem beschissenen Baum? Laura! Blut. Scheiße, wie komme ich jetzt runter? Na, jetzt weiß ich's. Ja, aber für die ist es ja jetzt vorbei, oder nicht? Weil die sind ja jetzt alle zurückverwandelt worden, als wir Chris erschossen haben. Es geht jetzt nur darum, generell diesen Fluch zu brechen, den weißen Wolf zu töten. Wo sind meine Klamotten? Ich glaub das alles nicht. Ach du Scheiße. Jetzt suche ich Laura. Oh Gott. Was sind wir hier wieder? Wir wären viel besser dran gewesen im Harbinger Motel. Ich denke, wir müssen zurück zu dem Steg wieder, oder? Und damit ein Boot rüber oder so.